Guten Tag, meine Damen und Herren. Jetzt seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Viele von Ihnen haben bereits über den Film 2012 einiges gehört. Vielleicht haben einige von Ihnen auch diesen Film bereits gesehen. Dieser Film beschreibt ja das Ende der Welt anhand von Naturkatastrophen. Er bezieht sich auf einen Kalender der Mayas und andere Prophezeiungen, die angeblich voraussagen, dass die Erde im Jahre 2012 untergehen wird. Natürlich sagt die Bibel nichts darüber aus, wann dies geschehen wird, aber die Bibel sagt uns einiges über die Zukunft, die unmittelbare Zukunft und auch die Tatsache, dass es zu gewaltigen Naturkatastrophen kommen wird, wie ich dies bereits in einer der letzten Predigten verdeutlicht habe. Aber eines, was ich in diesem Film, den ich gesehen habe, vermisste, war die Tatsache, dass ein wesentlicher Bestandteil in dieser Kausalkette überhaupt nicht erwähnt wurde. Nämlich die Tatsache, dass der Mensch weitreichend an bedeutenden Umwälzungen, katastrophalen Umwälzungen, beteiligt sein wird. Um es genauer auszudrücken, die Bibel sagt deutlich voraus, dass es in diesen letzten Tagen, in denen wir uns heute befinden, zu einem nuklearen, atomaren Weltkrieg kommen wird. Dem nuklearen Dritten Weltkrieg. Und wie ich Ihnen heute zeigen werde, hat das die Bibel bereits vor Tausenden von Jahren vorhergesagt. Zunächst einmal möchte ich aber eine Warnung aussprechen. Eine Warnung, die der Apostel Petrus ausgesprochen hat. Schauen wir uns einmal kurz eine Stelle im 2. Petrusbrief an. Und zwar in Kapitel 3, angefangen in Vers 3. 2. Petrus, Kapitel 3 und angefangen in Vers 3, wo es heißt, ihr sollt aber vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Eine Verheißung, auf die wir noch heute eingehen werden, die Verheißung, dass Jesus Christus zurückkommen wird. Und er wird dies aus mehreren Gründen tun. Die sagen aber, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen. Sie könnten es wissen, aber sie wollen nichts davon wissen. Dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort, dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So, Vers 7, werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer. Bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Die Warnung ist deutlich. Die Erde wird im Feuer untergehen oder zumindest Feuer wird die Erde beeinträchtigen. Aber die Menschen wollen davon nichts wissen. Die Menschen wollen nicht wissen und wollen nicht sich darüber Gedanken machen, dass es zu einem dritten atomaren Weltkrieg kommen könnte. Und wie die Bibel sagt, dass es auch dazu kommen wird. Wie ich sagte, vor Tausenden von Jahren wurde bereits folgende Prophezeiung im 5. Buch Mose niedergeschrieben. Kehren wir zum 5. Buch Mose zurück im Alten Testament, und zwar zum 28. Kapitel. 5. Buch Mose, Kapitel 28, und lesen wir zunächst einmal in Vers 15. 5. Mose 28 und Vers 15. Das war eine Warnung, die Gott dem damaligen Israel und dem damaligen Juda gab. Aber sie bezieht sich auf die letzten Tage. Sie bezieht sich auf unsere Zeit heute. Sie bezieht sich vornehmlich auf die Nachfahren des alten Hauses Israel und Juda. Und man muss natürlich wissen, wo die sich heute befinden. Schauen wir, was hier gesagt wird in 5. Mose 28 und Vers 15. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und nun schauen wir uns Vers 24 an. Statt des Regens
für dein Land, wird der Herr Staub und Asche vom Himmel auf dich geben, bis du vertilgt wirst. Staub und Asche vom Himmel. Lesen wir Vers 27. Der Herr wird dich schlagen mit ägyptischem Geschwür, mit Pocken, mit Grind und Krätze, andere übersetzen hier mit Beulen, mit Auswüchsen, dass du nicht geheilt werden kannst. Vers 35 sagt dann, der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und Waden, dass du nicht geheilt werden kannst, von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Wird hier von Auswirkungen von Radioaktivität gesprochen? Auswirkungen von Atombomben? Denken wir an die Atomopfer von Hiroshima und Nagasaki. Sie haben sicherlich Bilder gesehen, wie die aussahen, diejenigen, die überlebt haben. Was für schreckliche Auswüchse an ihren Körpern entstanden sind. Im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, berichtet Johannes, dass ihm Christus in einer Vision zeigte, die Endzeit betreffend, was geschehen würde. In Offenbarung Kapitel 16 lesen wir Vers 2. Offenbarung Kapitel 16 und Vers 2. Eine Zeit wird beschrieben unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und es werden hier Engel beschrieben, die Plagen ausschütten werden über die Erde. Offenbarung 16 und Vers 2, da heißt es, und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Das ist Thema einer anderen Predigt. Was hat es mit diesem Zeichen des Tieres auf sich? Und mit dem Bild, das die Menschen anbeten würden. Der Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist der. Diejenigen, die dieses Zeichen haben, werden an diesem Geschwüren leiden. Diejenigen, die das Zeichen nicht angenommen haben, werden scheinbar übernatürlich beschützt. Darauf werden wir noch eingehen. Lesen wir auch in Vers 9, in Offenbarung 16. Da heißt es, die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Die Menschen werden von großer Hitze versenkt. Der Grund wird hier angedeutet. Sie wollen sich nicht Gott unterwerfen. Sie wollen nicht so leben, wie Gott es erwartet. Sie wollen sich nicht bekehren. Sie lästern Gott, anstatt ihm die Ehre zu geben. Gott lässt dies hier alles zu. In diesem Falle bewirkt er es sogar, um den Menschen eine Lektion zu erteilen, eine Lektion, die die Menschen zu dem damaligen Zeitpunkt, zur Zeit von Mose, nicht angenommen haben, den die Menschen heute nicht annehmen, eine Lektion, die die Menschen aber der Zukunft zunächst einmal nicht annehmen werden. Sie sind ja wissentlich ignorant, wie es heißt. Sie wollen ja nichts davon wissen, dass Gott in unserem Leben herrschen sollte. Christus sagt, dass in der Endzeit, in der Zeit, in der wir uns heute befinden, es eine so große Trübsal geben wird, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt und wie sie nicht wieder werden wird. Schauen wir uns dies einmal in Matthäus Kapitel 24 an. Und dann werden wir uns nachher auch ansehen, was mit dieser großen Trübsal gemeint ist. Matthäus Kapitel 24. Und lesen wir zunächst einmal Vers 21. Matthäus Kapitel 24 und Vers 21. Da heißt es, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, andere übersetzen Trübsal, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und nun lesen wir weiter in Vers 22. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Das Wort für selig kann hier auch in physischer Hinsicht verstanden werden. Kein Mensch würde gerettet werden. Kein Mensch würde am Leben bleiben. Kein Mensch würde diese Zeit überleben. Aber es heißt dann, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt.
Warum? Um der Auserwählten willen, damit einige, inklusive der Auserwählten, überleben können. Christus wird zurückkommen, um diese Tage des Massenmordens, wie wir gleich sehen werden, zu verkürzen, damit Menschen überleben können. Im Buch Daniel wird die gleiche Zeit angesprochen. Daniel Kapitel 12, schauen wir uns die Verse 1 und 2 näher an. Daniel Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Christus hat ja gesagt, es wird eine Zeit sein, wie sie noch nie gewesen ist und wie sie nie wieder werden wird. Daniel spricht von der gleichen Zeit. Daniel 12, angefangen in Vers 1. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, ein gewaltiges, machtvolles Engelwesen, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und Vers 2 gibt uns dann einen Hinweis, was zu dieser Zeit geschehen wird. Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die Auferstehung von den Toten wird beschrieben hier. Es wird die Zeit sein einer so großen Trübsal, die mit der Auferstehung der Toten, aber nicht aller Toten, seinen Abschluss findet oder ihren Abschluss findet. Schauen Sie, Christus hat uns gewarnt, dass es zu dieser Zeit kommen wird. Kehren wir zu Matthäus Kapitel 24 zurück und lesen wir Christi Warnung. Ich meine, entweder man akzeptiert dies als wahr, oder man kann alles das, was Christus gesagt hat, vergessen. Matthäus Kapitel 24, angefangen in Vers 5. Christus gibt uns eine zeitliche Abfolge von Dingen, die geschehen würden, die mit der großen Trübsal dann kulminieren werden. Es heißt hier in Matthäus 24 und Vers 5, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Sie werden akzeptieren, dass Jesus der Christus war. Aber sie werden nicht das lehren, was Christus gelehrt hat. Sie werden zwar sagen, Christus war der Christus, aber sie werden gleichwohl viele verführen, wie es hier heißt. Sie werden zum Beispiel den Menschen sagen, Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten. Christus sagte, denkt nicht, ich bin gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Wem glauben wir? Viele werden sagen, Jesus war der Christus. Aber sie werden eine Lehre verkünden, die dem widerspricht, was Christus lehrte, und werden somit viele verführen. Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und wie lange haben wir bereits schon von Kriegen und Kriegsgeschrei gehört? Sehet zu und erschrecket nicht, denn es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort, und die werden an Stärke zunehmen. Es heißt dann in Vers 8, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wenn eine Frau beginnt zu gebären, dann beginnen die Wehen. Aber die Wehen dauern nicht sehr lange. Es ist der Anfang der Wehen. Vers 9. Und dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben, der Trübsal, und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Vers 10. Die große Trübsal hat also scheinbar hier mit Märtyrertum zu tun. Einer Zeit, wenn wahre Christen verfolgt werden. Und was wird die Folge sein? Vers 10. Und dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, da wird die Liebe in vielen erkalten. Eine Warnung, dass die Liebe in vielen in der Kirche Gottes erkalten wird, wenn diese große Trübsal beginnt. Sie werden sich untereinander verraten, um ihr eigenes Leben zu retten. Das ist ein Aspekt der großen Trübsal. Christenverfolgung. In einem Maße, wie dies noch nie in der Geschichte der Welt geschehen ist.
Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt der großen Trübsal. Und das ist der atomare Dritte Weltkrieg. Schauen wir uns einmal an, wie dies in der Bibel klar und deutlich prophezeit wird. Zunächst einmal im Buch Hesekiel. Hesekiel Kapitel 6 und in Vers 6. Hesekiel Kapitel 6 und in Vers 6. Der alttestamentliche Prophet Hesekiel hat ja auch viele Visionen erhalten von Gott. Und hier hat er eine Prophezeiung niedergeschrieben. Die Worte Gottes hat er hier niedergeschrieben. Und Gott sagt hier in Vers 6 von Hesekiel 6, überall, wo ihr wohnt, überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhlen zur Einöde werden. Alle Städte, hauptsächlich hier im Hinblick auf das moderne Haus Israel und Juda, heißt es hier, sollen verwüstet werden. Hesekiel Kapitel 12. Hesekiel Kapitel 12 und in Vers 20. Auch hier wird wiederholt gesagt, was geschehen wird. Hesekiel Kapitel 12 und Vers 20. Und die Städte, die bewohnt sind, sollen verwüstet werden. Und das Land öde. Und ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin. Ihr werdet letztendlich erkennen, dass Gott diese Dinge bewirkt oder zulässt, um der Menschheit eine Lektion zu geben. Halten wir diese Erinnerung, dass hier gesagt wird, an mehreren Stellen, alle Städte werden verwüstet werden, werden öde werden. Nun schauen wir uns Hosea an. Eine weitere Prophezeiung im Buch Hosea, Kapitel 4. Hosea, Kapitel 4 und die Verse 1 bis 3. Hosea, Kapitel 4 und die Verse 1 bis 3. Höret, ihr Israeliten, des Herrn Wort. Denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen. Denn es ist keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Lande. Die Menschen heute wollen nicht die Erkenntnis Gottes haben, die sind auf ihre eigene Erkenntnis stolz. Die wollen nicht treu sein, die wollen nicht lieben, nicht so wie Gott es erwartet. Vers 2, sondern verfluchen, lügen, morden, morden auch im Krieg, wie wir gleich sehen werden, stehlen und Ehebrechen haben überhand genommen. Eine Blutschuld kommt nach der anderen. Darum wird das Land dürre stehen und alle seine Bewohner werden dahin welken. Auch die Tiere auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel, die Fische im Meer werden weggerafft. Grauenhafte Zeiten stehen bevor, weil der Mensch nicht willens ist, so zu leben, wie Gott es ihm gesagt hat. Schauen wir uns eine weitere Prophezeiung an im Buch Sephania im Alten Testament. Sephania in Kapitel 1. Das finden Sie kurz vor dem Buch Haggai und dann vor dem Buch Zacharia. Sephania Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Zunächst einmal. Sephania Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Schauen Sie sich diese unglaubliche Prophezeiung an. Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer wegraffen. Ich will zu Fall bringen die Gottlosen. Ja, ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden. Man kann auch übersetzen hier vom Land. Es muss nicht unbedingt die ganze Erde gemeint sein. Aber die meisten Länder sind hier angesprochen. Ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden oder vom Land, spricht der Herr. Und dann lesen wir weiter in Vers 14 im gleichen Kapitel. Des Herrn großer Tag ist nahe. Der Tag des Herrn wird in vielen Stellen der Bibel beschrieben als eine Zeitspanne, wenn Gott eingreifen wird, kurz vor der Rückkehr Christi,
um letztendlich zunächst einmal die Vernichtung des Menschen zu verhindern. Damit ist eine Zeitspanne von vielleicht einem Jahr gemeint, die der großen Trübsal folgen wird, die dann letztendlich mit der großen Trübsal Hand in Hand gehen wird. Und hier wird dieser Tag des Herrn beschrieben, der Zorn Gottes, der des Herrn großer Tag ist nahe, Vers 14. Er ist nah und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn. Da werden die Starken schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes. Ein Tag der Trübsal und der Angst. Ein Tag des Wetters und des Ungestüms. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Ein Tag der Wolken und des Nebels. Sind dies nukleare Wolken, die hier angesprochen werden, die ausgelöst werden durch Atomwaffen? Ein Tag der Posaune, Vers 16, und des Kriegsgeschreis. Also hier sehen wir deutlich den Zusammenhang, dass Menschen an diesem Tag eine gewisse Auswirkung haben werden. Des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Die Menschen sind verführt zu einem gewissen Grade. Ihnen wurde gesagt, sie brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten. Deswegen ist Morden und Stehlen und Ehebruch und so weiter gang und gäbe. Ihr Blut, heißt es in Vers 17, soll vergossen werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot, Vers 18. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn es wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Plötzlich wird es geschehen. Wie wir noch sehen werden, wenn die Menschen sagen werden, es ist Friede und Sicherheit, dann wird dieser Tag wie ein Dieb über sie hereinbrechen. Schauen wir uns eine weitere Stelle an, im Buch Joel, Kapitel 2. Joel, Kapitel 2. Und fangen wir an zu lesen in Vers 1. Joel, Kapitel 2. Und zunächst einmal die Verse 1 bis 3. Joel, Kapitel 2, Vers 1. Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. Erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Sicherlich haben Sie schon von dem nuklearen Winter gehört, der dem Einsatz der Atomwaffen folgt. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk. Also hier wird von Menschen gesprochen, die hier dann Krieg teilnehmen. Desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht mehr sein wird, für ewige Zeiten für und für. Vor ihm hergeht ein verzehrendes Feuer. Also dieses Volk bringt dieses Feuer zustande. Und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde. Und niemand wird ihm entgehen. Lesen wir die Verse 12 bis 14 im gleichen Kapitel. Doch auch jetzt noch, selbst wenn es zu dieser katastrophalen Entwicklung kommen wird, jetzt noch, sagt Gott, bekehrt euch zu mir. Von ganzem Herzen, mit Fasten und Weinen und Klagen, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es gereut ihn bald der Strafe. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er einen Segen zurücklässt und vielleicht Menschen, die in dieser Zeit dann leben werden, Schutz geben wird vor diesen katastrophalen Ereignissen. Übernatürlichen Schutz, wie wir noch sehen werden. Aber wir müssen uns zu Gott bekehren.
Die meisten Menschen wollen dies nicht tun. Die meisten Menschen lachen über diese Idee, dass es überhaupt zu einem nuklearen Weltkrieg kommen könnte. Die lachen über die Idee, dass es etwas zu tun haben könnte mit der Art und Weise, wie wir heute leben. Gott! Die spotten drüber. Sie werden auch weiter noch spotten. Aber Gott lässt sich seiner nicht spotten. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 13 an. Jesaja Kapitel 13, angefangen Vers 9. Jesaja Kapitel 13 und angefangen Vers 9. Eine Prophezeiung gegen das moderne Babylon, das auch im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Eine neue Wiedererweckung des Römischen Reiches wird geschehen und ist dabei, sich bereits jetzt schon in Europa zu entwickeln. Aber dieses Reich geht auch seinem Untergang entgegen. Und hier wird dieser Untergang beschrieben. In Jesaja Kapitel 13, angefangen Vers 9. Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Denn die Sterne am Himmel, Vers 10, und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht finster auf, der Mond gibt keinen Schein. Ich will den Erdkreis heimsuchen, Vers 11, um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen, dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ophir. Weil es nur noch so wenige Menschen geben wird, die diese schreckliche Zeit überleben werden. Vers 13. Darum will ich den Himmel bewegen, und die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen. Durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines Zornes. Vers 17. Denn siehe, ich will die Meder, eine Völkerschaft im fernen Osten, ich will sie gegen sie, die Babylonier, die modernen Babylonier, erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die Jünglinge mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. Und so soll Babel, Vers 19, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra. Aber es geht hier nicht um das alttestamentliche Babel, es geht hier um den Tag des Herrn, eine zukünftige Zeitspanne. Es geht hier um das moderne Babylon, das zerstört werden wird, in einem Krieg, wie Sodom und Gomorra vernichtet wurden. Und Sie wissen ja, wie Sodom und Gomorra vernichtet wurden, durch Feuer und Schwefel von Himmel. In Jesaja Kapitel 24 lesen wir die Verse 19 und 20. Jesaja Kapitel 24 und die Verse 19 und 20. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte. Denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Offensichtlich werden hier Erdbeben angesprochen, die dies erzeugen werden. Aber wussten Sie, dass Atomwaffen Erdbeben erzeugen können? Ganz eindeutig hat hier der Mensch auch etwas mit diesen katastrophalen Entwicklungen zu tun. Schauen wir uns Sacharja Kapitel 14 näher an. Sacharja Kapitel 14 und angefangen Vers 1. Sacharja Kapitel 14 und angefangen Vers 1. Da heißt es, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Vers 2, ich werde alle Heiden, alle Völker, sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht.
Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Jesus Christus kommt zurück. Und wie die Engel damals verkündet haben, wird er wiederum auf dem Ölberg landen. Und dort wird er dann sein, wenn diese Tage verkürzt werden. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen. Und ihre Zungen im Mund. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um sich die Auswirkungen eines Atomkrieges in diesen Stellen auszumalen. Vers 15. Und so wird dann diese Plage auch kommen über Rosse, Maultiere, Kamele, Esel und alle Tiere, die in diesem Heer sind. Sie werden von ihr geschlagen, gleich wie jene. Andere werden durch nukleare Strahlen, durch Nervengas, durch biologische Waffen schwer verletzt, ohne zu sterben. Schauen wir uns dies in Offenbarung Kapitel 9 an, wie dies beschrieben wird. Offenbarung Kapitel 9, angefangen in Vers 2. Offenbarung Kapitel 9 und angefangen in Vers 2. Und Sie müssen natürlich verstehen, es ist hier eine symbolische Redeweise, die hier angewendet wird. Aber die Bedeutung sollte klar sein. Offenbarung Kapitel 9, angefangen in Vers 2. Dieser Engel hier, der seine Posaune blies, der tat den Brunnen des Abgrunds auf. Und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Aber das waren natürlich nicht richtige Heuschrecken. Es sind eine symbolische Beschreibung für Kriegswaffen, zum Beispiel für Hubschrauber. Es kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirn, mit Antworten, die nicht übernatürlich von Gott beschützt werden würden. Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun, wie gesagt, sondern nur den Menschen, die nicht das Siegel Gottes hatten. Vers 5. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Vers 6. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und sie werden den Tod nicht finden, der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken, Vers 7, die sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, die Antlitz glich der Menschenantlitz. Und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne und hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln. Und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun, den Menschen 5 Monate lang. Moderne Kriegsführung wird hier beschrieben, die gewaltige Schäden auf dieser Erde anrichten wird. Diesen kommenden Atomkrieg, diesen nuklearen Krieg zusammenfassend, sagt Mose Folgendes im 5. Buch Mose, im Kapitel 28. In den Versen 66 und 67. 5. Mose, Kapitel 28 und die Verse 66 und 67. Da beschreibt er hier die Situation, in der sich die Menschen dann befinden werden. Dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst.
Eine schreckliche Zeit steht bevor. Für die gesamte Menschheit. Auch wenn wir das heute noch nicht glauben wollen. Die Warnung ist schon seit langem verkündet worden. Sie wird auch heute verkündet. Sie wird auch noch weiterhin verkündet werden. Die meisten Menschen werden sich nicht daran stören, werden sich nicht darum kümmern. Ich möchte Ihnen einen Artikel vorlesen, der im Jahre 1980 erschien, in der deutschen Ausgabe Klar und Wahr. Mai 1980, um genau zu sein, und da wird Folgendes gesagt. Natürlich hatten die Bibelpropheten für das, was Gott sie schauen ließ, nicht Fachbegriffe wie thermonuklear und Strahlung zur Verfügung. Gleichwohl lassen gewisse Schilderungen endzeitliche Ereignisse beklemmend an die Auswirkungen von Atomkriegen denken. Die folgenden Stellen wurden vor 450 Jahren, als noch niemand an die Atombombe dachte, ins Deutsche übersetzt. Sie schildern Zustände kurz vor dem prophetischen Tag des Herrn, der Zeit unmittelbar vor Christi Eingreifen ins Weltgeschehen. Und dann wird zunächst einmal Joel Kapitel 1 zitiert, die Verse 19 bis 20. Joel Kapitel 1, die Verse 19 bis 20. Lassen Sie mich diese Stelle kurz noch einmal vorlesen. Es heißt hier, Herr, dich rufe ich an, denn das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt und die Flamme hat alle Bäume auf dem Felde angezündet. Es schreien auch die wilden Tiere zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt. Und dann fährt der Artikel fort zu sagen, ist es Zufall, dass der Kern einer nuklearen Explosion Feuerball genannt wird und dass zuerst die Hitze wirkt, dann erst Luftdruckwelle und Strahlung? Und dann fährt der Artikel fort zu sagen, parallel auch in der Jeremia-Stelle über Gottes Gericht. Und dann wird Jeremia Kapitel 9 und Vers 9 wie folgt zitiert. Denn sie, gemeint ist die Weidegründe oder das Land, sie sind verödet, dass niemand hindurchzieht. Und dann wird hier eine Anmerkung hinzugefügt, ist dies eine Anspielung auf radioaktive Verseuchung und Absperrung. Und dann heißt es weiter, und man auch kein Vieh blöken hört. Die Vögel des Himmels und das Vieh sind geflohen und fort. Noch eindeutiger heißt es hier Offenbarung Kapitel 9, die Verse 17 bis 18, wo explizit Massenvernichtung vorausgesagt wird. Und dann wird diese Stelle wie folgt zitiert. Und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und Rauch und Schwefel, die aus ihren Mäulern ging. Angesprochen sind natürlich hier wiederum Armeen. Es heißt dann weiter, dass durch konventionellen Krieg der dritte Teil der Menschen umkommt, ist schwer vorstellbar. Erst massiver Kernwaffeneinsatz würde eine solche Massenvernichtung technisch ermöglichen. Hesekiel prophezeit mit besonderer Wortgewalt ein atomares Inferno irgendwo südlich von Jerusalem. Und dann heißt es hier, oder es wird zitiert, Hesekiel 21, die Verse 2 und 3, wie folgt. Du Menschenkind, richte dein Angesicht nach Süden und sprich zum Wald im Südland. Höre des Herrn Wort, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will in dir ein Feuer anzünden, das soll grüne und dürre Bäume verzehren, dass man seine Flamme nicht wird löschen können, sondern es soll durch sie jedes Angesicht versenkt werden, vom Südland bis zum Norden hin. Atomare Eskalation wird am Ende die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen. Und dann wird Psalm 11 und Vers 6 zum Abschluss zitiert, wo es heißt, Gott wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohne geben. Nun sagen einige, ja, das ist ja doch alles Unfug. Wir leben ja heute nicht mehr in einer Zeit, wo man vor einem Atomkrieg Angst haben soll oder braucht. Die Menschen werden ja nicht so verrückt sein, Nuklearwaffen anzuwenden. Sie vergessen dabei, dass zunächst einmal Nuklearwaffen, Atomwaffen bereits angewendet worden sind. Und zwar damals gegenüber Hiroshima und Nagasaki. Und dass im Laufe der weiteren Geschichte es mehrere Geschehnisse gegeben hat, wo wir um Haaresbreite nur an einem Atomkrieg vorbeigeschlittert sind. Ich möchte Ihnen kurz aus einem Artikel vorlesen, der in der Zeit erschienen ist, und zwar im Jahre 1980.
Da heißt es, der Atomkrieg rückt näher. Ich lese Ihnen diesen Artikel vor, weil sich nämlich nicht viel geändert hat seitdem. Und dieser Artikel zeigt auch, was geschehen würde, wenn es zu einem Atomkrieg kommen würde. Und denken Sie an die Stellen, die wir bislang gelesen haben, die die Bibel prophezeit und niedergeschrieben hat. Wahrscheinlicher, heißt es hier, ist die Ausweitung eines regionalen Konfliktes zu einem Atomkrieg. Ein zukünftiger lokaler Konflikt in einer Region der dritten Welt, etwa im Nahen Osten, könnte als konventioneller Krieg beginnen und dann in einen Atomkrieg eskalieren, indem die beteiligten regionalen Mächte Atomwaffen einsetzen werden. Wir hören mehr und mehr von einem möglichen Anschlag Israels auf Iran. Denken wir daran, was hier geschrieben steht und wie sich das dann auswirken könnte. Der Artikel fährt fort. Diese Situation wiederum könnte sich dann zu einem regelrechten Atomkrieg auswachsen. Solch eine Eskalation wäre am wahrscheinlichsten, wenn die Supermächte auch die Hauptlieferanten der konventionellen Waffen wären, die in dem ursprünglichen Regionalkonflikt eingesetzt worden sind. Hierin liegt die eigentliche Gefährdung des Weltfriedens durch den internationalen Waffenhandel und durch die Weiterverbreitung von Atomwaffen. Die gegenwärtigen Kernwaffenarsenale der Amerikaner und Russen sind riesig, ganz gleich welchen Maßstab man anlegt. Die Gesamtzahl der in diesen Arsenalen aufgehäuften Kernwaffen geht in die Zehntausende. In den Arsenalen der sogenannten taktischen Atomwaffen befinden sich mehrere 10.000 Kernsprengköpfe, von denen jeder einzelne im Durchschnitt ein paar Mal stärker ist als die Hiroshima-Bombe. Diese taktischen Waffen entsprechen nach ihrer Sprengkraft zusätzlich 4 Milliarden Tonnen TNT. Insgesamt bergen die Atomarsenale das Äquivalent von etwa 16 Milliarden Tonnen, die Sprengkraft von ungefähr 1,25 Millionen Hiroshima-Bomben. Anders ausgedrückt, die nuklearen Arsenale bergen rund 4 Tonnen TNT für jeden Bewohner dieser Erde. Diese Zahlen mögen sich etwas verschoben haben, aber grundsätzlich sind sie durchaus noch anwendbar. Der Artikel fährt fort. Ein nuklearer Weltkrieg, in dem alle diese Waffen oder auch nur ein bedeutender Teil eingesetzt würden, hätte mit ziemlich großer Sicherheit folgende Auswirkungen. Die Zerstörung aller größeren Städte der nördlichen Hemisphäre. Denken wir daran, was Ezekiel gesagt hat. Alle eure Städte werden verwüstet werden. Das heißt dann, den Tod fast der gesamten städtischen Bevölkerung der nördlichen Hemisphäre durch Druck- und Hitzewellen. Ferner den Tod des größten Teils der ländlichen Bevölkerung als Folge von Strahlung. Den Tod vieler Menschen der südlichen Hemisphäre durch Fallout oder Verstrahlung. Und das geht nochmal davon aus, dass ein Angriff auf die südliche Hemisphäre erst gar nicht erfolgt. Aber was, wenn der auch erfolgen würde? Es heißt dann weiter, die langfristigen Folgewirkungen eines atomaren Weltkrieges sind unvorhersehbar. Zu den Risiken gehören eine Veränderung des Klimas auf der ganzen Erde, eine ernsthafte Verringerung der Ozonschicht, die das Leben auf der Erde vor exzessiver ultravioletter Strahlung schützt. Denken wir daran, dass es heißt, dass die Menschen von der Hitze der Sonne versenkt werden würden. Gravierende genetische Schäden als Folge von Strahlungseinwirkung. Kein Wissenschaftler kann uns mit Sicherheit sagen, dass das menschliche Leben diese Auswirkungen überstehen wird. Also dieser Autor geht davon aus, dass es die Möglichkeit besteht, dass das gesamte menschliche Leben durch einen solchen Atomkrieg vernichtet werden würde. Genau das, was Jesus Christus gesagt hat, würde geschehen, wenn er nicht eingreifen würde, um diesen Wahnsinn zu unterbinden. Es heißt dann weiter, nichtsdestoweniger werden die nuklearen Arsenale quantitativ immer noch weiter aufgestockt. Nun sagen einige, ja, das war damals im Jahr 1980, heute sind wir viel klüger geworden, heute besteht diese Gefahr nicht mehr. Nun, ich möchte aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vorlesen, vom 17. Oktober 2007. Bush warnt vor drittem Weltkrieg. Da heißt es, US-Präsident George Bush hat vor einer Zuspitzung des Atomstreites mit Iran bis hin zu einem dritten Weltkrieg gewarnt. Die politischen Führer der Welt müssten eine atomare Aufrüstung des Iran verhindern, wenn sie an der Vermeidung eines dritten Weltkrieges interessiert sind. Bush bezog sich dabei auf die von Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad ausgesprochene Drohung mit der Vernichtung Israels. Wir haben in Iran einen Führer, der erklärtermaßen die Zerstörung Israels will. Nun sagen einige Optimisten, ja, das war unter Bush, für heute haben wir ja Präsident Obama und da brauchen wir uns keine Sorgen mehr über einen atomaren Weltkrieg zu machen, richtig? Der Stern schrieb am 11. Dezember 2008,
Barack Obama will Israel offenbar weitreichende Sicherheitsgarantien gewähren. Medienberichten zufolge plant der künftige US-Präsident einen strategischen Pakt mit Israel. Zentraler Bestandteil ist das Versprechen, einen Atomangriff des Nachbarn Iran mit einem atomaren Gegenschlag zu beantworten. Denken wir daran, was dieser Autor in der Zeit geschrieben hat. Der Atomkrieg wird aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst einmal in einem lokalen Bereich, vielleicht im Nahen Osten, beginnen. Wird aber dann, wie wir jetzt aus der Bibel wissen, die gesamte Erde mit umfassen. Heute, am 2. Dezember 2009, wurde mir folgender Artikel aus der Time zugeschickt. In diesem Artikel geht es um Europas Nuklearwaffen. Nun, wie wir alle wissen, sind Briten, Großbritannien und Frankreich Nuklearmächte. Aber dieser Artikel zeigt auch, dass nukleare Waffen in Italien, in Belgien, in Deutschland und in den Niederlanden gelagert sind. Und dass alle diese Länder Flugzeuge haben, die in der Lage sind, diese Nuklearwaffen zu transportieren und abzuwerfen. Technisch gesehen, sagt dieser Artikel, gehören diese Nuklearwaffen den Vereinigten Staaten. Aber es heißt, die Kontrolle über diese Nuklearwaffen kann im Falle eines Konfliktes auf diese Länder übertragen werden. Und dann heißt es hier in diesem Artikel, 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer sind deutsche, belgische, italienische und deutsche Piloten in der Lage und bereit, an einem nuklearen Krieg teilzunehmen. Das sieht nicht danach aus, als ob die Gefahr eines weltweiten nuklearen Krieges gebannt sei. Denken wir daran, was wir in Sacharja Kapitel 14 gelesen hatten, in Vers 2, wo Gott sagt, ich will alle Völker versammeln zum Kampf. Ein weltweiter Krieg wird in der Bibel beschrieben. Schauen Sie, heute ist es das erste Mal seit Bestehen der Menschheit möglich, dass sich der Mensch selbst durch seine eigenen Waffen ausrotten kann. Dr. Franz Alt hat einmal ein Buch geschrieben vor einigen Jahren mit dem Titel Frieden ist möglich. Und er macht dazu folgende Kommentare. Er schreibt, Politiker, die von Frieden reden, bereiten die Vernichtung der Menschheit vor. Erstmals in der Geschichte haben Menschen die Möglichkeit, ihre Geschichte zu beenden. Die heutige Endzeitstimmung ist gottlos. Die Menschen haben sich selbst an die Stelle Gottes gesetzt. Sie sind selbst in der Lage, die Schöpfung zu beenden. In den ersten Stunden des atomaren Weltkrieges würden mehr Menschen getötet werden als in allen Kriegen der Geschichte zusammen. Die Überlebenden, falls es welche geben würde, würden in Verzweiflung leben inmitten der vergifteten Ruinen einer Zivilisation, die Selbstmord begangen hätte. Karl Friedrich von Weizsäcker, schon seit 1976, der dritte Weltkrieg ist wahrscheinlich. Ein dritter Weltkrieg ohne den Einsatz von Atomwaffen ist nahezu ausgeschlossen. Soweit die Betrachtungen von Dr. Franz Alt, dem ehemaligen Kommentator von der Fernsehsendung Report, wie ich glaube. Aber Christus wird gemäß der Bibel zu Ende des Atomkrieges zurückkommen, um die totale Vernichtung des Menschen zu verhindern. Christus hat immer und immer wieder betont, dass er zurückkommen wird. Die meisten Menschen glauben das heute gar nicht. Wir hatten ja gelesen, dass Spötter kommen werden und sagen, ja, wo ist die Verheißung seines Kommens? Christus hat versprochen, zurückzukommen. Sie lesen das in so vielen Stellen. Schauen wir uns einmal 1. Thessaloniker Kapitel 4 an, um den Zusammenhang auch wiederum zu sehen. 1. Thessaloniker Kapitel 4 und Vers 16. 1. Thessaloniker Kapitel 4 und in Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Wir hatten ja von der Auferstehung bereits gelesen im Buch Daniel. Aber nicht alle Menschen werden zu dem Zeitpunkt auferstehen, nur die, die in Christus gestorben sind. Mit anderen Worten, die Christen waren, in denen Gottes Geist war, als sie starben. Die werden dann auferstehen zu dem Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, um das Massenmorden auf dieser Welt
zu verhindern und um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Ein Reich des Friedens. Wenn das geschehen wird, lesen wir zunächst einmal Daniel Kapitel 2, Vers 44, um wiederum den zeitlichen Zusammenhang zu sehen, wann es geschehen wird, dann werden wir Frieden haben. Vorher nicht. Die Menschheit hat die Geschichte hindurch bewiesen, dass sie unfähig ist, Frieden auf dieser Erde herzustellen oder zu bewahren. Es heißt in Daniel Kapitel 2, Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige. Es geht hier um 10 Könige, um 10 Staaten, um 10 Staatenbünde, die dann entstehen werden. Die letzte Auferstehung des Römischen Reiches in Europa, wenn es zu einem Staatenbund, einem Kerneuropa von 10 Staaten oder Staatenbünden kommen wird. Zu diesem Zeitpunkt, sagt Christus, wird er zurückkommen. Zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen, die gezeigt haben, dass sie nicht willens sind, in der Lage sind, bereit sind, Frieden zu halten auf Erden. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Und wenn das geschieht, dann wird eine Gesinnesänderung in den Menschen erfolgen. Schauen wir uns diese Gesinnesänderung einmal an, in Jesaja Kapitel 2. Jesaja Kapitel 2, die Vereinten Nationen haben diesen Wahlspruch für sich angewendet, aber waren absolut unfähig, auch das, was hier geschrieben steht, dann zu verwirklichen. Aber Gott wird es tun. Jesaja Kapitel 2 und in Vers 34. Jesaja Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Jesaja Kapitel 2 und die Verse 3 und 4. Wenn Jesus Christus das Reich Gottes hier auf Erden errichtet hat, das heißt, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege. Und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion, Jerusalem, wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wir haben diese Gesinnes-Einstellung heute in den meisten Menschen noch nicht. Christus wird auf diese Erde zurückkommen müssen, um diesen Menschen zunächst einmal die Waffen aus der Hand zu nehmen und dann eine andere Gesinnesänderung in ihnen zu bewirken. In Jesaja Kapitel 9 wird das auch prophezeit. Jesaja Kapitel 9 und die Verse 4 bis 6. Jesaja Kapitel 9, die Verse 4 bis 6. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an, wenn Christus zurückkommen wird, bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Schauen Sie. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Aber diese Zeit wird kommen. Nach einer Zeit von weltumfassender Not und Schrecknisse. Warum wird Gott alles dies zulassen? Warum gibt es oder wird es einen dritten nuklearen Weltkrieg geben? Einfach um den Menschen zu zeigen, dass Krieg von Menschen geführt keine Lösung ist. Niemals eine Lösung sein kann. Denken wir daran, was Christus sagte in Matthäus Kapitel 26, als er verhaftet wurde und als Petrus meinte, er müsse etwas tun. Er müsse die Verhaftung verhindern, er müsse mit dem Schwert reinschlagen. Und er hat ja dann auch mit dem Schwert zugeschlagen. Matthäus Kapitel 26, die Verse 51 und 52. Wenn nur das die Menschen verstehen würden, bräuchte es nicht zu einem nuklearen Weltkrieg kommen. Aber die Menschen lachen darüber. Ich kann mich noch daran erinnern, wie der damalige
Kanzler Helmut Schmidt gesagt hat, man kann ein Land nicht mit der Bergpredigt regieren. In Matthäus Kapitel 24, die Verse, Matthäus Kapitel 26, die Verse 51 und 52. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, andere Stellen sagen uns, dass dies Petrus war, der streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters, dann haben wir was Malchus, und hieb ihm ein Ohr ab. Vers 52. Und da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Ein Prinzip, eine notwendige Folge, eine automatische Folge. Es geht nicht nur um Menschen, die vielleicht gegen einige Kriege sind, die sagen, ja, den Irakkrieg, den mag ich nicht, den Afghanistankrieg, den mag ich nicht. Aber wenn es sich um einen gerechten Krieg handeln würde, und dieser gerechte Krieg wird hier von der katholischen Kirche propagiert, dann kann man den führen. Wenn wir nicht die Gesinneshaltung erlangen, dass jeder von Menschen geführte Krieg verkehrt ist, ein Verstoß ist gegen das Gebot Gottes, nicht zu töten, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wir die Konsequenzen erleiden müssen, die von Kriegen stammen werden. Gibt es dann keinerlei Ausweg? Gibt es keinen Ausweg für wahre Christen, die aus Überzeugung Kriegsdienstverweigerer sind, die an keinem Kriege teilnehmen werden, auch nicht an dem zukünftigen nuklearen Weltkrieg, der kommen wird? Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 3 an. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 10. Da sagt Christus zu seiner Kirche, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, geduldig auf Gott zu warten, zu harren, auf sein Eingreifen, so will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, vor der Stunde der großen Trübsal, wie andere es übersetzen, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Zu versuchen. Zu bestimmen, dass man ja an diesem Krieg teilnehmen muss. Man kann sich ja nicht auf Gott verlassen. Man muss ja selbst was tun. Wie Petrus meinte, er müsse was tun. Christus hat ja Petrus auch gesagt, meinst du denn nicht, dass ich den Vater bitten könnte, er würde mir Legionen von Engeln schicken, wenn das sein Wille wäre, dass ich hier nicht in die Hände der Römer falle? Wenn wir auf Gott warten, wenn wir getreu dem leben, was Gott von uns erwartet, dann haben wir hier das Versprechen, dass wir übernatürlich hier auf dieser Erde beschützt werden. Es muss ja ein übernatürlicher Schutz sein, denn wie kann man sonst von einem Atomkrieg, von den Auswirkungen von Nuklearwaffen beschützt werden? Schauen wir uns in Lukas Kapitel 21 eine weitere Stelle an. Lukas Kapitel 21, angefangen Vers 23. Lukas Kapitel 21 und angefangen Vers 23. Da heißt es, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dieses Volk kommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Wir hatten dies ja im Buch Sacharja bereits gelesen, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Vers 27. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichem Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen und er wird plötzlich kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll. Wir können nur dadurch diesem allen entfliehen, wenn Gott uns diesen Schutz gewährt. Und es heißt zu stehen,
vor den Menschen so, wenn er zurückkommen wird. Würde uns Gott sogar während eines nuklearen Atomkrieges beschützen? Würde er uns beschützen können? Würde er uns beschützen wollen? Nun, wir hatten gerade das Versprechen gelesen, dass er es uns versprochen hat. Aber schauen wir uns zum Abschluss Psalm 91 an, wo dieses Versprechen noch einmal wiederholt wird. Es geht darum, meine Damen und Herren, dass wir uns dem Willen Gottes unterordnen, wenn wir diesen Schutz haben wollen. Dass wir nicht denen glauben, die uns sagen, wir brauchten das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten. Wir könnten so leben, wie es uns passt. Ehebruch betreiben, Unzucht, Morden, Stehlen, Lügen und so weiter und so weiter. Gott sagt, es ist aufgrund solcher Vergehen, dass mein großer Zorn über diese Menschheit hereinbrechen wird. In Psalm 91 lesen wir die Verse 7 und 8 zunächst einmal. Psalm 91, Vers 7. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Können wir sehen, wie hier ein atomarer Krieg beschrieben wird, wo 10.000 zu unserer Rechten fallen werden? Vers 9. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Und dann die Verse 14 bis 16. Hier wird gezeigt, warum wir beschützt werden können. Das ist, was Gott sagt. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an. Er betet zu mir. Was hat Christus gesagt? Wachet alle Zeit und betet, dass ihr stark werden würdet, diesem allen zu entfliehen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erretten. Ich bin bei ihm in der Not. Oder darum will ich ihn erhören, heißt es hier. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Aber nicht nur das. Ich will ihn sättigen mit langem Leben, mit ewigem Leben. Und ich will ihm zeigen, mein Heil, die Seligkeit, auf die wir alle warten, die wir erhalten werden, wenn Christus zurückkommt. Es geht nicht nur um physischen Schutz. Es geht auch darum, dass wir uns würdig erweisen, Eingang zu finden in das Reich Gottes. Wenn Christus zurückkommt, dieses Reich zu errichten. Denn er wird ja das Reich seinen Heiligen geben, sodass wir zusammen mit ihm auf Erden herrschen können. Meine Damen und Herren, diese Warnungen sind nicht zu unterschätzen. Sie sind sehr real, sie sind sehr relevant. Wir haben eine Zeit erreicht, wo es möglich ist, alles Leben auf dieser Erde zu vernichten. Durch unsere eigenen Handlungen. Gebe Gott, dass wir die richtige Entscheidung treffen und dass Gott uns als würdig erachtet, allem diesen zu entgehen, das über die ganze Menschheit, auf den ganzen Weltkreis kommen wird und dann auch zu stehen vor dem zurückkehrenden Jesus Christus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Lenk, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik